Die Bewohner der Gemeinde Guangming in Nantou, Mittel-Taiwan, haben eine neue Verwendung für die Blätter der Betelnuss- und Bananenpalmen gefunden. Die Blätter werden in einer eigens entwickelten Presse zu kompostierbarem Wegwerfgeschirr geformt. Bisher waren die großen Blätter ein Abfallprodukt der Landwirtschaft und verrotteten in den Plantagen. Mit der neuen Entwicklung könnten sie zu einer Goldgrube für das Dorf werden. Das bestätigt auch das Interesse der Investoren. Und so helfen alle zusammen, aus Abfall Geld zu machen.